Liebe Liebhaber und Liebhaberinnen der Freiheit, das Thema, was ich heute hier mit Ihnen besprechen möchte, ist nun nicht sehr erfreulich. Es geht um die Ursachen des Untergangs des Weströmischen Reiches. Ein Lieblingsgebiet, ein Spezialgebiet von mir. Ist das Mikrofon gut eingestellt? Ja, seit schon sehr langer Zeit. Und es hat mich schon als Schüler immer beunruhigt, dass es möglich war, ein so durchorganisiertes Reich wie das Römische Reich mit einer lange Zeit funktionierenden Bürokratie, dass das dann am Schluss so jämmerlich zugrunde gegangen ist. Überlegen Sie mal eine organisierte Herrschaft über größer als die EU heute, vom Euphrat und Tigris bis nach Schottland und so weiter. Und Sie wissen ja auch hier in unserem Land, hier gerade auch hier, wo wir hier gerade sind, haben sie sich bemerkbar gemacht. Und wir verdanken es einem der ersten berühmten Deutschen, nämlich Hermann Arminius, einem römischen Bürger übrigens, dass wir hier heutzutage Deutsch sprechen und nicht teutoromanisch etwa. Ja? Die Deutschen haben eben ihre wunderschöne Sprache erhalten können bis heute, während die besetzten keltischen Völker, also Frankreich, so eine Art Mischsprache haben, von England zu schweigen. Ja? Aber wir und auch die nordischen Völker haben ja ihre Sprache und damit auch ihre gesamte von Sprache geprägte Schriftkultur bis heute erhalten. Ja, ein Reich von 50 bis 60 Millionen Einwohner ging nach einigen Jahrhunderten zugrunde unter schmerzhaften Zuckungen. Überlegen Sie mal, dass Rom, die Stadt Rom, mal 1,5 Millionen Einwohner hatte und dann auf dem Tiefpunkt, also im 7. Jahrhundert nach Christus, waren das noch 20.000. Dabei stand die Kulisse des alten Rom stand dann noch fast, denn die Germanen waren gar nicht in der Lage, technisch dieses großartige städtische Gebilde zu zerstören. Also Rom überlebte seinen politischen Untergang dann als Stadt noch sehr, sehr lange und heute können wir ja noch immer die Trümmer dieses Reiches bewundern. Wobei, wenn man als Liberaler für Rom und das Römische Reich etwas sagt, sagt man das natürlich mit einem gewissen Unbehagen, denn es war natürlich ein Raubstaat. Ich meine, wie ist dieses Reich zustande gekommen? Ja? Durch Gewalt, durch reine Gewalt. Und Geschicklichkeit, nicht nur Alleingewalt, sondern auch die Fähigkeit, die Herrschaft dann zu organisieren, die Völker zu versöhnen, dann auch gleichzuschalten mit dieser lateinisch-griechischen Kultur. Aber immerhin, was die Römer hinterlassen haben, ist ja bis heute von größter Bedeutung, auch für unsere deutsche Geschichte. Zuerst, meine lieben Freunde, starb im Römischen Reich die Freiheit. Dies begann mit dem Ende der Römischen Republik und dem Aufbau einer zunächst wohlwollenden bürokratischen Monarchie seit Augustus, wissen wir alle Augustus, ja, zum ersten Mal so Statistik, die Zählung in dem Rahmen ist dann ja die Geschichte von der Geburt Jesus verarbeitet. Das Wachstum und schließlich Ende dieser Bürokratie zog sich dann über Jahrhunderte hin. Mit Recht bemerkte Edward Gibbon, man solle sich nicht darüber wundern, dass dieses mächtige Imperium unterging, sondern eher darüber, dass es so lange Bestand hatte. Wie kurzlebig war verglichen damit das englische, russische oder französische Imperium? Wie labil die gegenwärtige Pax Americana, von den nur 75 Jahren des Deutschen Reiches zu schweigen? Allenfalls das chinesische und das antike ägyptische Imperium lassen sich als vergleichbar ja überlegen hinsichtlich der Lebensdauer heranziehen. Zuerst starb mit Augustus die republikanische Freiheit, dann die ökonomische und schließlich die geistig-religiöse. Am zähesten erwies sich die römische Steuerbürokratie übrigens, deren letzte Reste erst in der Merowingerzeit untergingen, als die Brunnen Roms längst versiegt, die Tempel und Arenen verfallen, die Bäder geschlossen und die Spiele nur noch eine Erinnerung waren. Handelt es sich im Falle des Weströmischen Reiches um einen Untergang oder nur wertneutral und verharmlosend gesprochen
um eine Transformation, von der wir ja auch gerade reden, die große Transformation, ja. Und es geht übrigens da auch in die Richtung Bürokratie. Wie sah denn diese Transformation konkret aus? Zunächst ist der Niedergang des Wohlstandes seit dem 3. oder 4. Jahrhundert zu erwähnen, der Verfall der Kapitalvermögen, die Rückbildung der Arbeitsteilung, die kulturelle Abwärtslinie und der demografisch-biologische Schwund. Nicht das Familienleben, sondern Kinderlosigkeit und Virginität, Jungfräulichkeit, wurden mit der Ausbreitung des Christentums zum Ideal. Der ideale Mensch war eigentlich der Mönch und die Nonne. Sozusagen das Leitbild, das Vorbildliche. Ne? Und nur wir mit unseren Schwächen durften damals ein normales Leben führen. Ganze Städte standen leer, weite Landflächen lagen brach. Im Gymnasium wächst Korn, ein Zitat, im Gymnasium wächst Korn, sodass Götter- und Heroenstatuen im Sommer im Getreide versteckt sind. Auf den Märkten vieler Städte bewegen sich Viehherden und weideten vor dem Rathaus. Die Bevölkerung der Stadt Rom, sank von 1,5 oder 2 Millionen auf 20.000. In Trier, einer der vielleicht bedeutendsten und ja auch ältesten, in Deutschland ältesten römischen Stadt, von 60.000 auf höchstens 5.000 bis 10.000, die jahrelang in diesem riesigen Mauerring von Trier dann ja, dahin vegetierten, bevor die Stadt wieder aufstieg. Diese Menschen dürften mit melancholischen Gefühlen auf die noch stehenden Relikte einer größeren Zeit geblickt haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind einer der 20.000, die in deinem Rom übrig geblieben sind von den Millionen, und Sie sehen immer noch die riesen Thermen, das steht ja alles, zum Teil ja noch heute, nicht? Caracalla-Thermen, die Diokletian-Thermen und die, natürlich vor allen Dingen die großartige Arena, das Amphitheater. Das römische Militär gelangte auf einen Tiefpunkt. Die römische Bevölkerung war seit langem entwaffnet und pazifiziert. Von Wehrhaftigkeit und Patriotismus war immer weniger die Rede. Die, erneut mit Edward Gibbon, einem berühmten Althistoriker, zu sprechen, zu Pygmäen und Haustieren heruntergesunkenen Bürger versanken in epikureischem Genussleben, häufig staatsgefüttert, in den prachtvollen Thermen und Arenen. Die Rekrutierung des römischen Heers aus römischen Bürgern wurde immer schwieriger. Man ging seit Marc Aurel dazu über, fremde Volksstämme in den Dienst des Reiches zu stellen und auf römischen Boden anzusiedeln, nicht immer freiwillig. Das Imperium fand schließlich nicht mehr die Kraft, diese Reichsfremden, die man höflich Gäste nannte, zu assimilieren. Heiratsverbote und Apartheid-Gesetzgebung verschlechterten das soziale Klima. Zur inneren Proletarisierung des Reiches kam die äußere. Die Germanen, also unsere Vorväter, übernahmen schließlich die Oberherrschaft in einem Moment, als das Imperium schon weitgehend germanisiert oder auch barbarisiert war. Einige Bemerkungen zur Ausgangslage. Im 2. Jahrhundert, unter einem Regiment aufgeklärter Despoten von Trajan bis Marc Aurel, erfreute sich das Römische Reich eines Wohlstandes, einer ökonomischen und geistigen Freiheit, einer Freizügigkeit und eines inneren Friedens, wie sie erst in Europa des 19. Jahrhunderts und auch hier nicht überall und durchgehend erreicht wurden. Mäßige Steuersätze, eine weitgehend dezentralisierte Verwaltung, eine Fülle glänzender, von den Bürgern selbst verwalteter Städte, die Achtung vor Privateigentum und vor der Privatsphäre, ein durch Handelshindernisse wenig gestörter Binnenmarkt, das war das wohltätige Ergebnis kaiserlich-liberaler Freihandels- und Ordnungspolitik seit Augustus. Von der Herrschaft der beiden Antoninen 130 bis 180 nach Christus schreibt Gibbon, dass sie vielleicht die einzige Periode gewesen ist, in der das Glück eines großen Volkes alleiniger Zweck der Regenten war. Glück, ein nicht aufgezwungenes Glück, sondern ein Ergebnis der Freiheit. Es war dies darum auch eine Epoche großzügigen Mäzenatentums. Reiche Bürger taten nicht immer freiwillig viel zur Verschönerung
ihrer Stadt, indem sie Tempel, Thermen, Arenen oder Markthallen stifteten. Diese Belle Époque ging zu Ende, als innere Kriege durch konkurrierende Armeegruppen, die Willkürherrschaft roher Militärdiktatoren und der zunehmende Druck aggressiver Barbarenvölker den ökonomischen Unterbau des Reiches nachhaltig erschütterten. Der Typus von Staatslenkern, die sich schließlich durchsetzten, nicht Philosophenkaiser wie Marc Aurel, sondern raue Militärs wie Diokletian, Konstantin oder Theodosius, glaubte die nachlassende Kraft des Reiches und den sinkenden Reichspatriotismus durch fiskalische und geistige Zwangsmaßnahmen stärken zu können. Um die ständig wachsende Zahl von Staatsfunktionären ernähren und vor allem die Bedürfnisse einer erpresserischen Armee befriedigen zu können, schien ihnen das Regime von Befehl und Gehorsam, von Zwangsdiensten und Beschlagnahmung, von Strafe und Kontrollen der beste Weg. So begann ein Interventionismus, der immer hektischer und rücksichtsloser wurde und erst mit der Auflösung des Reiches endete. Ludwig von Mises meinte 1940, das Römische Reich versank, weil ihm der Geist des Liberalismus fehlte. Mises Praxeologie war den römischen Kaisern nicht bekannt. Diesen Fehler, nicht? Ja. Das Führerprinzip in der politischen Verfassung, also ich zitiere immer noch Mises, der Interventionismus in der Wirtschaftsverfassung haben auch hier auflösend gewirkt, wie sie immer und überall auflösend wirken müssen. Der Gang der Selbstzerstörung. Jede Ausgabe des Staates beruht auf einem Verzicht des Bürgers, sagte Ludwig Erhard. Es gibt Steuersätze, deren weitere Steigerung nicht Zuwachs, sondern Verlust an Steuerertrag bringen. Das wachsende Geldbedürfnis der kaiserlichen Bürokratie und ihrer Armee trieb die Steuersätze auf eine Höhe, die es uninteressant machte, legal für den Markt zu produzieren oder zu investieren. Mit der übermäßigen Besteuerung, die vor allem die bürgerlich-unternehmerischen Schichten belastete, ging die ökonomische Initiative zurück. So wurde es interessanter, nach einer niedrigen Steuerklasse als nach Gewinn und unternehmerischem Aufstieg zu streben. Die erfinderische Energie wandte sich nun den vielfältigen Wegen der Steuervermeidung zu. Aber die wohlhabenden Schichten der Städte, die diese in freier Selbstverwaltung ehrenamtlich leiteten, hafteten der Zentralbürokratie für den Steuereingang mit ihrem Vermögen und ihrer Person. Und nun wird es wirklich übel. Neben den Steuern, die jeder Bürger dem Staat schuldet, waren zunehmend persönliche Dienste nach Art unserer Wehrpflicht und verschiedene Naturalleistungen zu erbringen. Diese Frondienste hatten sich zunächst in Ägypten ausgebildet. Sie waren Grundlage des dort schon lange vorherrschenden Staatssozialismus. Nach und nach wurden sie für das gesamte Römische Reich verbindlich. Es handelte sich um Hand- und Spanndienste etwa für öffentliche Bauten, für die Verpflegung und das Quartier der stehenden oder marschierenden Truppen oder der reisenden Staatsbeamten sowie um die Stellung von Zugtieren für die kaiserliche Postorganisation. Diese und andere unentgeltliche Munera, Sordida, schmutzige Dienste verdoppelten die Lasten, die von den arbeitenden Schichten zu tragen waren. Die große Inflation. Die Finanzierung der Bürgerkriege im 3. Jahrhundert war bei den verschiedenen Usurpatoren des kaiserlichen Amtes das Mittel der Inflationierung der römischen Währung über Münzverschlechterung gang und gäbe. Ein Musterbeispiel für den Missbrauch des staatlichen Geldmonopols, den wir gegenwärtig wieder erleben. Zwischen 258 und 275 nach Christus. Entschuldigung, etwas gedämpft sprechen, das irritiert den Redner nicht, das ist eine alte Erfahrung. Gang und gäbe, ein Musterbeispiel für den Missbrauch des staatlichen Geldmonopols, den wir gegenwärtig. Zwischen 258 und 275 nach Christus entwertete sich das Geld um 1000%. Diokletian und einige seiner Nachfolger suchten nun das inflationär überhöhte Preisniveau mit dekretierten Höchstsätzen für die wichtigsten Verbrauchsgüter und Dienstleistungen zu bekämpfen. Preisdeckelung. Kennen wir, oder? Schon mal gehört, ne? Natürlich vollkommen illusionär. Auch gegenwärtig wieder der letzte Ausweg verfehlter Wirtschafts- und Finanzpolitik. Diese Inflationspolitik ging bis zu dem Punkt, dass die Staatskasse sich weigerte, das Geld anzunehmen, mit dem sie selber zahlte. Das muss man mal erreichen, ne? Ein Traumziel, ne?
Das Edikt von 301 ist ein eindrucksvolles Dokument für den Irrglauben an staatliche Preistaxen und den vergeblichen Einsatz politischer Macht gegen die Erfolgsregeln der Ökonomie. In seiner Einleitung ist von der rasenden Gier und der mit reißender Wut überschäumenden Habgier der Verkäufer die Rede, der im Namen der Gerechtigkeit und Humanität entgegenzutreten eine Pflicht der Kaiser sei. Mit allem kaiserlichen Nachdruck, aber völlig fehlendem wirtschaftlichem Sachverstand, wurde das Steigen der Preise untersagt. Die Todesstrafe, soweit sind wir noch nicht, die Todesstrafe bedrohte sowohl den, der einen höheren als den behördlichen Maximaltarif förderte, als auch den, der es vorzog, unter diesen unvorteilhaften Konditionen seine Ware vom Markt zurückzuziehen. Die Preisregulierung ging von den Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Fleisch, Wein bis hin zu den Dienstleistungen wie Lehrer, Friseure und auch Landarbeiter. Insgesamt gab es etwa 1000 Preistaxen. Die Bürger steigen aus, heißt der nächste Abschnitt. Die Bürger steigen aus. Die Folgen dieser Finanz- und Wirtschaftspolitik ließen nicht auf sich warten. Umgehung staatlicher Anordnung und ökonomische Fahnenflucht. Auch die organisierte Steuerdenunziation, der Gebrauch von Folter und Prügelstrafe führten nicht zur Erhöhung des Steuerertrags, sondern nur zu versuchen, diesem Raubsystem über verschiedene Fluchtwege zu entkommen. Die Alternativen, die sich damals dem terrorisierten Staatsbürger boten, waren erstens der Aufstieg in das höhere Staatsbeamtentum, das von vielen Belastungen eines normalen Bürgers befreit war, also die eigene Beteiligung am Beutezug. Zweitens, der Erwerb eines der ebenfalls zunehmend privilegierten Landgüter, die sich selbst versorgen, oder das, gab es dann eben auch keine Steuern im üblichen Maße, oder das Annehmen einer abhängigen, aber gegen staatliche Steuerterror relativ geschützten Stelle auf ihnen, also das Opfern einer Freiheit, die zur Last geworden war. Drittens, die Flucht in die Wälder. Davon haben wir ja auch noch, das haben wir heute auch noch die Möglichkeit, wir haben ja, nur es ist etwas kühl hier, ein Drittel Deutschlands ist ja noch bewaldet, ne? Ja. In die Kriminalität, Flucht in die Kriminalität der Wegelagerer und Räuber nach Art der berüchtigten Bagauden Galliens, über welche die Provinzregierung schließlich nicht mehr Herr werden konnte. Viertens, die Flucht, die Desertion ins Niederland, das zwar unzivilisiert und hart, aber frei von Steuerlasten war. Salvian, ein Zeitzeuge, schrieb, sie suchen bei den Barbaren die Menschlichkeit der Römer, weil sie bei den Römern die barbarische Unmenschlichkeit nicht mehr ertragen können. Fünftens, der freiwillige Abstieg in das staatsgefütterte, müßige Proletariat der großen Städte wie Rom, Konstantinopel, Alexandria, Karthago, Antiochia. Dort ließ es sich auf öffentliche Kosten bequem leben. Es wurde schließlich nicht nur Korn, sondern sogar fertiges Brot gereicht, von öffentlichen Öfen gebacken und gegen Anweisungszettel ausgeteilt. Es fehlte gerade noch, schrieb ein Schriftsteller des 4. Jahrhunderts, dass Hühner und Gänse geliefert werden. Hier ein Bild dieses Panem et Circenses aus der Meisterfeder Gibbons. Die Zeit vertrieb sich, dieses müßige Volk, mit dem Besuch von Zirkus und Arenen. Städtische Unterhaltung wurde von der kaiserlichen Sozialpolitik verbilligt oder war ganz umsonst. Aus den großartigen Palästen der Bäder ergoss sich ein Schwarm schmutziger und zerlumpter Plebejer ohne Schuhe und Mantel, welche ganze Tage auf der Straße oder in dem Forum vertändelten, um Neuigkeiten zu hören oder zu zanken, in ausschweifendem Spiele die geringe Habe ihrer Gattinnen und Kinder zu verschleudern und die Stunden der Nacht in schlechten Schenken und liederlichen Häusern zubrachten, frönend der gröbsten und gemeinsten Sinnlichkeit. Sechste Möglichkeit, diesem Terror zu entfliehen, war, nicht zuletzt blieb auch der seelische, soziale und ökonomische Ausstieg in einer Erlösungsreligion. Hier fand der unterdrückte Bürger die Freuden, die ihm ein feindseliges Diesseits vorenthielt, wenigstens für ein überirdisches Jenseits versprochen. Die negativen Ideale solcher Fluchtwege waren Bedürfnislosigkeit, welche schon die zynisch-stoische Philosophie zur Leidminderung empfohlen hatte, das Aufgeben der natürlichen sozialen Pflichtenkreise in Familie, Ehe und Gemeinde, der Verzicht auf Eigentum und oft sogar Fortpflanzung,
das Leben in selbstgewählten Tröstungs- und Selbsthilfegemeinschaften in Erwartung des jüngsten Tages oder der Invasion der Barbaren. Alles das, was dem antiken Menschen von Wert gewesen war, Wissenschaft, Kunst, Sport, Philosophie, Schönheitslust, wurde abgelehnt und gemieden. Eine Art nihilistischer Cancel Culture, das ist das. Gab es damals dann auch schon einen Ausstieg aus der Kultur. Cancel Culture, ne? Alles kaputt machen und zerreden. Und diese pessimistisch-defensive, ja weltflüchtige Lebenshaltung beschleunigte den Untergang des Reiches. Nächster Abschnitt. Despotismus durch Behörden und Korporationen. Die Antwort der Bürokratie auf die Versuche der Steueruntertanen, sich ihrer Pflichten oder Zumutungen gegen den Staat zu entziehen, war primitiv und brutal. Es wurde einfach verboten, diese Fluchtwege weiter zu benutzen. Jeder städtische Bürger und jeder Landbewohner wurde verwaltungsrechtlich an seine Funktion gefesselt. Die verschiedenen Berufsgruppen wurden in Zwangsorganisationen zusammengefasst, die nunmehr für den Eingang der Steuermittel und für die Ableistung der notarialen Zwangsdienste gerade zu stehen hatten. Die Bürger, so heißt es in einem kaiserlichen Edikt, sollen wie Sklaven behandelt werden und kein Recht haben, fortzugehen, wohin sie wollen, oder ihren Aufenthaltsort zu verändern. Ein Gesetz nach dem anderen wiederholt die lebenslange Verpflichtung der Einzelnen gegenüber der Klasse oder dem Verband, dem er angehörte, und schließlich wurde diese Funktionsbindung erblich. Wer floh, wurde zwangsweise zurückgeführt. So wurde der Bauer an seine Scholle, der Soldat an seine Truppe, kleine Beamte und Angestellte an seine Dienststelle, der gewerbetreibende Handwerker und Arbeiter an seine Zwangsinnung gebunden. Es entstanden die obrigkeitlichen Zünfte der Fuhrleute, der Schiffer, der Schweinelieferanten, der Viehhändler und so weiter. Man durfte, nach Dannenbauer, schließlich nicht mehr außerhalb seiner Zwangsinnung heiraten. Wer dies dennoch tat, hatte Prügelstrafe zu gewärtigen. Der Außenseiter, der eine römische Bäckerstochter heiratete, war gezwungen, in das Gewerbe seines Schwiegervaters einzutreten. In Rom durfte der Bürger schließlich nicht einmal mehr aus einer der 254 Bäckereien in eine andere hinüberwechseln. Also totale Fesselung an die Funktionen und den Steuerertrag. Ja, das hat den Hintergrund dieser Knappheit an Steuer. Zu dieser zwangsweisen und erblichen Funktionsbindung kam die direkte Verstaatlichung von Produktionszweigen, Waffenindustrie, Textilindustrie. Zwar gab es keine Meldeämter, Ausweispapiere, Arbeitsbücher und ähnliche Hilfsmittel, mit denen die moderne Bürokratie arbeitet. Der römische Staat brannte seinen Arbeitern stattdessen eine Marke auf den Arm. Das fehlt ja noch in unserem... Wäre ja was, da kann man... die sie vor der Polizei jederzeit kenntlich machten. So endete die römische Bürger als Sklave der Behörden. Durch die pompöse und korrupte bürokratische Nomenklatura... Diese korrupte und pompöse bürokratische Nomenklatura triumphierte aber nicht auf Dauer. Vom ökonomischen zum geistigen Totalitarismus. Der ökonomische und politische Despotismus wurde durch den geistigen vollendet. Das Römerreich in seinen besten Zeiten war in religiöser Hinsicht tolerant. Es gab im 2. Jahrhundert ein störungsarmes Nebeneinander von Kulten, Mysterien, Göttern, Mythologien. Die ägyptische Isis lebte friedlich neben der griechischen Aphrodite. Die lebensfreudigen Götter des Olymp neben ihren nicht nüchternen Kollegen aus Rom. Alle diese Götter und Kulte lebten und ließen leben. Mit dem exklusiv monotheistischen Christentum in der Hand der Regierung kam zum ersten Mal religiöser Fanatismus auf. Ja, wie Gibbon schreibt, Fanatismus durfte die Sprache der göttlichen Eingebung annehmen. Die römischen Kaiser zeigten sich lange Zeit gleichgültig, auch gegen diese ungewöhnliche Religion mit dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und mit ihrer weitreichenden Indifferenz gegen alles, was dem antiken Bürger von Bedeutung war. Die christliche Bewegung wurde offiziell erst bekämpft, als sie massenhaft verbreitet war, mit der Staatsräson, dem Überlebensinteresse des Römischen Reiches, in Konflikt geriet. Als führende Repräsentanten der Christen die Soldaten zur Desertion aufriefen und mit Schadenfreude dem Sieg der Barbaren entgegensahen. Der Heide Konstantin versuchte, diese Religion allgemeiner Menschenliebe der Staatsräson dienstbar zu machen. Seit Gratian und Theodosius wurde das Christentum dann als Staatsreligion mit Monopolanspruch durchgesetzt.
in einem Kultursturz sondergleichen, jüngstens von Catherine Nixie in eindrucksvoll beschrieben, Heiliger Zorn, wurden alle rivalisierenden Kulte, Götter, Mysterien, schließlich alle heidnischen Bildungstraditionen und die Pracht römischer Thermen, Tempel und Schauspielanlagen unter Beihilfe religiös fanatisierter Massen vernichtet oder umfunktioniert. Diokletian hat einmal gesagt, alles unkontrollierte Handeln ist eine Erfindung der Gottlosen. Die Kontrolle erstreckte sich nun auch auf das geistig-religiöse. Die Schließung der platonischen Akademie in Athen 529 durch Justinian war nur der letzte formelle Schritt zum geistigen Totalitarismus des Staates. Schon vorher waren die Olympischen Spiele und die heidnischen Schauspiele abgesetzt worden. Das menschenfreundliche Plädoyer des heidnischen Philosophen Symmachus verhallte ungehört. Ist es nicht gleichgültig, auf welchem Weg einer die Wahrheit sucht? Zu einem so großen Mysterium kann man nicht nur auf einem einzigen Wege gelangen. Die Hoffnung der Kaiser auf eine integrierende Wirkung des Christentums schlug fehl. Die verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen und Sekten befehdeten sich untereinander gehässiger, als sie früher die heidnischen Religionen bekämpft hatten. Kaiser Julian schrieb damals über die Christen: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst die Raubtiere dem Menschen nicht so feindlich gesinnt sind wie die Christen gegeneinander. Das Ende. Als die germanischen Völker sich das Reich unterwarfen und aufteilten, war die griechisch-römische Kultur schon stark unterhöhlt, ja barbarisiert. In den letzten Schlachten dieses Reiches kämpften Römer kaum mehr mit. Gekaufte Germanen kämpften gegen Germanen, Hunnen gegen Hunnen, Slawen gegen Slawen. Die entpolitisierte römische Bevölkerung, selbst die großen Grundbesitzer der sogenannten Senatorenklasse, schaute den Endkämpfen tatenlos und oft mit epikureischem Zynismus zu. Ihr waren in diesem Stadium die Spiele oder die ländlich-bukolische Autarkie wichtiger als das Schicksal des Reiches. Nehmen wir das Zeugnis des Zeitzeugen Salvian am Beispiel Triers. Durch drei unmittelbar aufeinanderfolgende Zerstörungen ist die erste Stadt der Gallier, Trier, vernichtet worden. Und obwohl die ganze Stadt verbrannt war, wuchsen die Leiden noch nach den Zerstörungen. Denn diejenigen, welche die Feinde nicht bei der Einnahme getötet hatten, erreichte das Unglück nachher. Die einen starben in längeren Todesqualen an tieferen Wunden, die anderen angesenkt durch die Flammen der Feinde. Peinigte nach dem Brand der Schmerz. Die einen starben vor Hunger, die anderen wegen ihrer Blöße. Überall lagen nackte und zerfleischte Leichen beiderlei Geschlechts, die den Anblick der Stadt schändeten, von den Vögeln und den Hunden zerrissen. Das ist die Transformation damals. Der Tod hauchte neuen Tod aus. Und was nach diesem, frage ich, also Salvian, was nach diesem allen, wer kann das Ausmaß dieses Wahnsinns erfassen? Wenige Adlige, die den Untergang überlebt hatten, forderten gemeinsam als höchstes Trostmittel für die zerstörte Stadt vor den Kaisern Zirkusspiele. Und die Stadtobrigkeiten? Sie erhoben sich erst von den Weingelagen, als bereits der Feind in die Stadt eindrang. Die Barbaren lagerten beinahe vor aller Augen und da gab es keinen, der die Stadt bewachte. Aller hätte sich ein sorgenloser und schlaffer Sinn und Gleichgültigkeit bemächtigt. Will Durant hat es in seiner großartigen Kulturgeschichte anschaulich geschildert. Die allgemeine Verarmung ließ die Geister einer einst großen Rasse zu einem epikureischen Zynismus, der alle Götter außer Priapus ist der Gott des Sexes, anzweifelte, zu einer furchtsamen Kinderlosigkeit, die sich vor der Verantwortung des Lebens drückte und zu einer verdrießlichen Feigheit, die jede Hingabe verächtlich machte und jeder kriegerischen Aufgabe auswich, absinken. Rom lacht und stirbt, bemerkte der zitierte Salvian. Der geldwirtschaftliche Überbau brach schließlich fast vollständig zusammen. Der antike Sklavenhalterkapitalismus starb mangels Nachschub an Sklaven im bürokratisierten und befriedeten Reich. Die Beamten und Soldaten wurden mit Land und Naturalien bezahlt. Sie erhielten hunderte von Gegenständen in Natura zugewiesen. Lebensmittel, Tragtiere, Zaumzeug, ebenso wie Schnallen und sogar Beischläferinnen. Als Grenztruppen dienten militärisch fast wertlos verheiratete Bauern, die vornehmlich vom Ertrag ihres Landes lebten, zuletzt meistens Barbaren.
Die Kaiser waren kaum noch in der Lage, eine bewegliche Feldarmee zusammenzustellen. An die Stelle der Bürokratie und der Städte traten große, dünn besiedelte ländliche Selbstversorgungseinheiten. Eine mächtige Landaristokratie setzte sich an die Stelle der Beamten. Sie wurde auch politisch immer mehr Selbstversorger, also diese Landaristokratie, mit eigener Polizei, eigenen Streitkräften, eigenen Gefängnissen. Die Reichsbürokratie hatte auf die abhängig an die Stolle gefesselten Hörigen dieser Possessores keinen Durchgriff mehr. Als die letzten Schlachten geschlagen wurde, waren die Ställe des Römischen Reiches bereits und der antiken Zivilisation praktisch der naturalwirtschaftliche Feudalismus getreten. Max Weber. So schwand die dünn gewordene Hülle der antiken Kultur und das Geistesleben der okzidentalen Menschheit sank in lange Nacht. Wäre etwa ein antiker Klassiker aus seinen Pergamenten erwacht und hätte er die Welt aus seiner Klosterzelle gemustert, hätte ihn die Düngerluft des karolingischen Fronhofes angeweht. Zitat Ende. Analogien zur Gegenwart, Fragezeichen. Einige werden Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein. Letzter Abschnitt. Die Lehren aus dem Untergang des Römischen Reiches liegen auf der Hand. Aber wie Robert Neff, auch einer der Bader-Medaillenträger, sagt, die Geschichte ist die beste Lehrmeisterin mit den schlechtesten Schülern. Wo die Bürokratie das Übergewicht erlangt, wo sie den Kosmos einer ökonomischen und politischen dezentralisierten und auch geistig-kulturell freien Gesellschaft, den zwangswirtschaftlichen Apparat und den Geist einer Kommandowirtschaft aufzudrängen sucht, sind Freiheit, Wohlstand und höhere Kultur in Gefahr. Ja, ist schließlich nicht einmal mehr die nackte physische Existenz gesichert. Öffne man zudem die Grenzen einer beinahe unkontrollierten Masseneinwanderung von kulturell anders geprägten Völkern, ist die eigene kulturell-politische Selbstbehauptung nicht anders als schon im Römischen Reich gefährdet. Auf dieses Risiko hat jüngst auch der größte deutschsprachige Kenner der Antike, nämlich Alexander Demant, hingewiesen. In einem Beitrag, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung gedacht war. Er sollte eben darstellen, dass das mit dieser Einwanderung 2015, dass das nicht so, dass es keine Parallele etwas zum römischen Untergang hatte. Er behauptete das Gegenteil, darauf hat die Konrad-Adenauer-Stiftung das nicht veröffentlicht. Eine indirekte Merkel-Kritik und stattdessen wurde es dann in der FAZ vom 22. Januar 2016 abgedruckt. Max Webers düstere Prognose im Jahre 1909, dass die Bürokratie in Europa irgendwann ebenso über den Kapitalismus und die freie Gesellschaft Herr werden wird wie im Römischen Reich, ist bisher nicht, jedenfalls noch nicht dauerhaft und universal eingetroffen. Das Schicksal des Römischen Reiches sollte uns aber zur Wachsamkeit und zu einer Option für die Freiheit und Dezentralisation und den Schutz des eigenen mahnen. Wer aus dieser geschichtlichen Erfahrung nicht lernt, wird die römische Lektion wiederholen. Trotz aller blendenden Wissenschaft und Technik einer industrialisierten Welt, deren Wohlstand Rom noch nicht kannte. Danke.